Schon vor Zehntausenden von Jahren malte der Mensch und bildete seine Umwelt auf Fels- und Höhlenwänden ab. Womöglich war auch sein Verwandter, der Homo neanderthalensis, bereits künstlerisch tätig. Das legen jüngste Forschungen nahe. Doch was ist eine Höhlen- oder Felsmalerei genau? Wer hat sie gemacht? Und wo können wir das heute noch sehen? Ungefähr seit der jüngeren Altsteinzeit nutzten Menschen Höhlenwände und Felsoberflächen als Leinwände für Malereien, Zeichnungen und Gravierungen. Mit Fingern, Röhrchen, Fell und Haaren trugen sie die Farben auf. Zerstoßener Ocker lieferte die Grundlage für Rottöne. Aus Holzkohle ließ sich schwarze Malfarbe gewinnen und aus Limonit oder Manganoxid wurden Gelb- und Brauntöne gemacht. Zum Gravieren verwendeten die Steinzeitkünstler Klingen und Abschläge aus Stein. Damit schliffen oder schabten sie die Felsoberfläche ab. Auf der ganzen Welt sind Orte bekannt, an denen Menschen Höhlen und Felsbilder hinterlassen haben. Seit vor über 150 Jahren die reich bemalte Höhle von Altamira in Spanien und vor 80 Jahren die Höhle von Lascaux in Frankreich entdeckt wurden, waren Forscher lange überzeugt, dass sich die frühe Kunst nur in dieser Region entwickelt habe. Im vergangenen Jahrzehnt haben Archäologen nicht nur andernorts Darstellungen entdeckt, sie konnten die Bilder auch mit Hilfe der Radiocarbon- und der Uran-Thorium-Methoden genauer datieren. Jüngst erklärten Experten, dass Striche, Punkte und Handumrisse an den Wänden von drei spanischen Höhlen aus der Zeit von vor mehr als 64.000 Jahren stammen. Nicht Homo sapiens, sondern der Neandertaler müsste sie demnach geschaffen haben. Besonders berühmt sind die Malereien in den Höhlen von Altamira, Chauvet oder Lascaux. An den Wänden und Decken dieser Höhlen sind sehr viele, auch vielfarbige Bilder aus der Altsteinzeit erhalten. Das häufigste Motiv sind eiszeitliche Tiere, Wildpferde, Mammuts, Wisente, Hirsche oder Wollnashörner.